So, willkommen zurück. Ich glaube, viele von uns haben eine besondere Beziehung zu Ö1. Ich selbst kann mich erinnern, ich habe als Kind zum ersten Mal Jazz auf Ö1 gehört und ich liebe Jazz und die Stimmen auf Ö1, die Sprecher, die Sprecherinnen sind mir unheimlich vertraut, also als wären es Mitglieder meiner Familie. Ich finde das Schöne an diesem Film ist, dass der Jakob und sein Co-Regisseur dieser ortlosen Vertrautheit, die ich für Ö1 empfinde, einen Ort gegeben hat und mir die Welt gezeigt hat, der diese Stimmen entspringen. Jakob, kannst du uns erzählen, so wann du das erste Mal die Idee hattest zu so einem Film? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Sehr schön, wieder hier zu sein. Schade, dass David heute nicht da sein kann, aber ich Ja. versuche für uns beide das ein bisschen zusammenzufassen. Sowohl der David bei seinem letzten Projekt am Balkan, als auch ich auf Lampedusa, bei meinem vorigen Projekt bei Lampedusa im Winter, wir haben da beide sehr stark erlebt, was alles schieflaufen kann in medialer Arbeit. Also wir haben da erlebt, welche Macht die Medien haben. Wir haben erlebt, was das auch vor Ort auslöst, aber eben auch, was das für Bilder erzeugt bei den Rezipientinnen. Und wir wollten sagen, wir hatten beide Projekte gemacht davor, wo es sehr stark um die Ränder Europas geht. So um die Peripherie und auch eben um die Macht der Medien an diesen Orten. Und dann war es irgendwie auf gewisse Art und Weise logisch, noch einmal ins Zentrum zu schauen danach im nächsten Projekt. Also wirklich, also dieses Funkhaus steht ja tatsächlich im Zentrum der Stadt. Da ist ganz viel Macht und auch ganz viel Verantwortung in so einem Sender, der so in einer zentralen Schnittstelle für unsere Demokratien steht. Und die ganze Idee ist dann daraus entstanden, dass wir mitbekommen haben, welche Diskussionen rund um Ö1 zu der Zeit gerade gelaufen sind. Und erst dachten wir, ja, vielleicht machen wir ein Buch und dann haben wir das der Sabine Nicolai erzählt, einer Redakteurin, die wir beide kennen. Und die hat gemeint, ja, aber ihr seid doch Filmemacher, also macht doch einen Film. Und dann sind wir kurz erschrocken und haben uns gefragt, ob wir uns das trauen dürfen. Und dann haben wir uns gesagt, ja, also gemeinsam können wir uns das trauen, vorschlagen können wir es ja. Und dann sind wir als nächsten Schritt zur Geierhalter Film gegangen und dann gemeinsam mit der Geierhalter Filmproduktion an Ö1 herangetreten. Und die haben uns mit offenen Armen empfangen und haben sich wahnsinnig gefreut. Super. Und die kannten auch unsere Arbeiten und waren auch wirklich bereit, uns wirklich weitgehend uneingeschränkten Zugang zu gewähren. Und das war auch die Grundbedingung dafür, dass man so einen Film machen kann. Ja, du hast erzählt, dass ihr keine Auflagen hattet inhaltlich. Ja, also eben da insbesondere Peter Klein unsere Arbeit kannte schon, hatte gewusst, dass wir mit einem sehr hohen Anspruch, aber auch mit einem sehr liebevollen Blick reingehen, dass das allerdings auch Leute sind, die wissen, wie man Geschichten erzählt, hat einerseits geholfen, andererseits war es auch ein bisschen eine Herausforderung, weil die wissen, dass Geschichten ohne Konflikte nicht funktionieren. Das heißt, die haben gewusst, wenn das ein spannender Film werden soll, dann müssen sie uns auch ermöglichen, einen Blick auch auf die schwierigen und schmerzhaften Momente zu bekommen und waren dazu aber bereit, eben weil sie sich auch einiges erhofft haben und das auch als Chance begriffen haben, ihrem Publikum und Menschen, die sich für das Thema interessieren, einen Einblick zu ermöglichen. Wie immer, jederzeit, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte einfach aufzeigen und dann werden wir eure Fragen in das Gespräch mit einweben. Gibt es zu dem Zeitpunkt schon irgendwelche Fragen? Nein, noch nicht. Du hast davon gesprochen, dass diese
Leute, die beim Ö1 Radio machen, dass die ein Gefühl dafür haben, dass eine gute Geschichte auch Konflikt braucht. Da muss ich an diese Szene denken, in der der Peter Klein, also der Chef von Ö1, da seine Chefredakteure zurechtweisen muss, weil irgendeine Mitarbeiterin auf ihrer privaten Facebook-Seite was gepostet hat. Und ich war wirklich beeindruckt darüber, also ich war fasziniert, wie friedlich und freundlich das dort abläuft. Also wirklich der Ton in diesem Unternehmen, wenn man das so will, war sehr inspirierend. Also ich finde, da hat wirklich das Image, das Ö1 irgendwie nach außen zumindest für mich hat, auch dem Innenleben entsprochen. Ist das etwas, wo du das Gefühl hast, kannst du das bestätigen oder ist das jetzt nur eine Facette von Filmen, die ihr jetzt auch erlebt habt, vielleicht auch in Bezug auf die Dinge, die jetzt nicht im Film gelandet sind? Ja, also absolut. Wir waren total beeindruckt von dem Arbeitsklima. Ich meine, natürlich ist das auch ein großes Unternehmen, ja. Also das ist ein großes Unternehmen, das man dann auch ab und zu mit einer härteren Hand führen muss. Aber die Art und Weise, wie diese Konflikte geführt werden, hat uns also sehr beeindruckt. Natürlich gibt es auch Konflikte, die sich im Film nicht widerspiegeln. Der hat nur 90 Minuten. Und wir haben für uns selbst auch eine Regel aufgestellt, also wenn es sozusagen um individuelle Fehlverhalten geht, also die ja auch vorkommen, wenn viele Menschen zusammenarbeiten, das wissen wir alle, also wenn eine einzelne Person für ein individuelles Versagen kritisiert wird, dann wollen wir das nicht im Film haben. Und bei dieser konkreten Szene haben wir dann alle Beteiligten genannt und indirekt genannten noch gefragt, ob das auch für sie in Ordnung ist. Das hat dann ein bisschen, wir haben kurz überlegt, dann haben wir ihnen erklärt, warum das so wichtig ist und dann haben sie eingestimmt. Und jetzt sind eigentlich alle total froh, alle Beteiligten, also auch die erwähnte Redakteurin, die da zurechtgewiesen wird, in Abwesenheit noch dazu, ist total froh, dass das da drinnen ist. Ich weiß gar nicht, ob die namentlich erwähnt wird. Also ja, wenn man sich im Kosmos auskennt, kann man sich das ganz schnell ausrechnen, wer das war. Und die ist jetzt aber eigentlich total froh, dass das drinnen ist, weil sie eher zu ihrer Kritik nach wie vor steht. Wie war das für euch? Weil, also unsere Reihe steht ja sozusagen im Zeichen der Frage, wie man jetzt als Filmschaffender an verschiedene Geschichten rangeht. In dem konkreten Fall ein dokumentarischer Gegenstand, Ö1. Wie habt ihr zusammengearbeitet, also der David und du, in der Anfangsphase von dem Projekt, mit welchen Leitsätzen habt ihr gearbeitet, die euch dann da geholfen haben, erstens mal Entscheidungen zu treffen, wen filmen wir, wie filmen wir es, wie sprechen wir mit den Leuten, welche Art von Geschichten suchen wir, was habt ihr denn für eine Philosophie gehabt? Ja, also die eine ganz zentrale Frage und eine Motivation, den Film zu machen, war ja die schon lang anhaltende und sich immer verschärfende Krise der Qualitätsmedien, aber Medien auch insgesamt. Ja. Also das Internet, insbesondere die sozialen Medien, aber auch diese Gratiskultur bringt Qualitätsmedien überall auf der Welt unter einen unglaublichen Druck. Es hat also in den letzten Jahrzehnten einen unglaublichen Shift gegeben von Geld und Personal weg von den Medien hin zur PR. Und das hat sehr, sehr viel eben mit dem Internet zu tun. Und es war also klar, dass uns interessiert, wie man unter so einem Druck Qualität aufrechterhalten kann. Und gleichzeitig wollten wir aber auch die Differenziertheit und die Vielfalt darstellen und erlebbar machen. Weil man ja also nicht nur zeigen will, wie die Leute kämpfen, sondern auch zeigen will, worum sie kämpfen, also was ihre Motivation ist. Und in dem Fall ist es sozusagen eine Art, auf der einen Seite ein Verteidigungskampf, also um darum Dinge aufrechtzuerhalten,
Und auf der anderen Seite war auch klar, dass man mit diesem jetzt 100 Jahre alten Medium nicht immer gleich weiterarbeiten kann. Und das fasziniert mich persönlich auch sehr. Also wir Filmemacherinnen und Filmemacher, wir arbeiten irgendwie vier, fünf Jahre an einem Film und dann steht er da und dann macht man erst einmal und dann geht man irgendwie langsam nach einer längeren Festivalreise irgendwie auf der Suche nach dem nächsten. Aber Radio stellt sich ja permanent, also es gibt sozusagen diesen Moment des Loslassens gar nicht, weil in dem Moment, wo eine Sendung fertig ist, ist schon wieder die nächste dran. Und in dieser Permanenz ist auch eine unglaubliche Routine drinnen. Und wie man damit umgeht, hat mich halt auch sehr beschäftigt. Und dadurch sind halt die drei großen zentralen Fragen auch herausgekommen. Ja? Also einerseits, wie verteidigt man das, was man hat, und wie erneuert man sich auf der anderen Seite auch wieder? Und das hat sich dann, das wussten wir ja nicht, als wir entschieden haben, den Film zu machen, das hat sich dann in diesem Hörerinnen-Schwund, der da festgestellt wurde zum Beginn unserer Drehzeit, sehr gut auch manifestiert, weil das die Themen auch miteinander verknüpft. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was auch für jetzt die Protagonistinnen am schwersten war, weil das ist für sie eine ganz große Niederlage. Und das ist dann vielleicht der vierte Punkt neben, also Routine und Vielfalt. Und dass die Frage des Marktes und was ist eigentlich Erfolg, ja, eine ganz große Rolle spielt. Und man sieht das also auch, und das hat uns auch ein bisschen überrascht, wir kommen ja sagen, aus dem Dokumentarfilm, wo man immer sagt, naja, mit einem Dokumentarfilm kann man nicht so viele Menschen erreichen, ist aber auch okay, Zahlen, verkaufte Kinotickets sagen nicht so viel aus, weil es gibt so viele andere Dimensionen, in denen ein Film wirkt und so weiter. Und so war es in unserer Wahrnehmung bei ÖNS auch, ja. Aber dann zu sehen, mit welcher Ernsthaftigkeit. Mit Ö3. Ja, genau. Also Ö3 erreicht etwa 40. Ich weiß die aktuellen Zahlen nicht ganz genau, aber also um ein Vielfaches von Ö1. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass Dinge wie schöne Dokumentarfilme, differenzierte Reportagen und Sender wie Ö1 ein riesiges Publikum erreichen. Gleichzeitig ist es aber auch in der Natur der Sache, dass sie das nicht können, weil selbst die Zeit zu haben, die zum Teil auch die nötige Vorbildung zu haben, das sogenannte kulturelle Kapital zu haben, das überhaupt rezipieren zu können und so weiter, das ist nicht allen Menschen gleichermaßen möglich auch in ihrer, und das muss auch nicht jeder wollen, ja. Und dann zu sehen, aber trotzdem mit welcher Ernsthaftigkeit diese Gespräche und diese Auseinandersetzungen dort trotzdem geführt werden, hat mich auch überrascht. Also das ist das Schöne, wenn man so in ein Projekt reingeht, dass man nicht alles im Vorhinein wissen muss, sondern dass man sehr stark auf Motive hören kann und sozusagen die motivische Arbeit sozusagen um Dinge strukturiert, die man dann auch entdeckt vor Ort. Ich finde, ein sehr schönes Beispiel für diesen Prozess ist dieser Erzählstrang von der Musikredaktion, die dann aufgrund der Einsparungen anfangen müssen, gemeinsam, also zusammenzuarbeiten, wo da auch so ein bisschen so, also aus meiner Sicht als Außenstelle, so das Kauzige zum Vorschein kommt, dass die dann, also manche von denen wirklich Widerstände haben, da irgendwie sich darauf einzulassen, auf den Prozess, und dann gleichzeitig aber auch so ein Erneuerungsprozess da zustande kommt. Also sie müssen ja nicht aufgrund der Einsparungen zusammenarbeiten, sondern es gibt sozusagen die Notwendigkeit, im Programmschema was zu machen, hat mit der Einsparung zu tun, und dann tritt sozusagen die junge Generation innerhalb der Redaktion auf den Tisch und sagt, wenn wir schon was ändern, dann ändern wir doch auch den Modus der Zusammenarbeit. Und da entstehen dann die Konflikte. Und das war natürlich für uns auch ein Geschenk, ja. Also dass Ö1 in so einen Transformationsprozess hineingehen musste dann letzten Endes oder entschieden hat,
die Schwierigkeiten zum Anlass einer Erneuerung zu nehmen, weil das natürlich ein unglaubliches erzählerisches Potenzial hat. Wir haben dann abgespürt, wofür uns die interessanten Fragen sind in diesem Erneuerungspotenzial und was sich da anhand dessen erzählen lassen könnte. Und das war einerseits bei Double Check, also dem neu eingeführten Medienmagazin, weil da eben so Fragen von Medienethik und Medienfinanzierung sehr präsent diskutiert wurden und auch Selbstkritik, die ja bei Ö1 sehr auf sehr hohem Niveau gepflegt wird, da auch laut wird. Und eben auf der anderen Seite war das dieses Projekt bei Destis. Und dann im Schnitt wägt man natürlich dann, gewichtet man das, je nachdem, wo mehr erzählerisches Potenzial letzten Endes drinnen liegt. Mhm. Gibt es mittlerweile schon Fragen von euch? Ja, das ist eine Frage. Vielleicht eine weiterführende Frage zu dem, was gerade gefragt worden ist zur Musikredaktion. Hat sich dann diese Zusammenarbeit wirklich verändert? Also hat sich das dann so ergeben, dass die eben zu zweit oder auch zu mehr Beiträge gestaltet haben? Ich darf nur kurz wiederholen, die Frage war, ob die Zusammenarbeit, also die Art der Zusammenarbeit sich dann verändert hat tatsächlich in dieser Redaktion, in der Musikredaktion. Ja, also es gab, man sieht ja auch im Film den Piloten, also wo sie das versuchen. Und ich glaube, solche Prozesse hinterlassen dann auch Spuren, verändern dann auch die Art und Weise, wie gemeinsam kommuniziert wird, wie man plant. Aber letzten Endes strukturell, und das sieht man ja dann auch ganz am Ende vom Film, wenn die Miriam vor dem Mikrofon sitzt und reflektiert, dass sie jetzt ganz alleine mit dem Mikrofon dieses Gespräch führt, das dort draußen zu vielen, vielen Dialogen wird. Letzten Endes hat sich das nicht durchgesetzt. Also in der konkreten Redaktion. Das ist ja auch ein Teil der Vielfalt von Ö1, dass in anderen Redaktionen permanent im Kollektiv gearbeitet werden kann, weil dort einfach mehr Zeit zur Verfügung steht. Ich sehe, es ist auch ein junger Filmemacher hier unter den Gästen. Vielleicht machen wir nochmal einen Schritt zurück zu eurem Arbeitsprozess. Wie ist das, wenn man zu zweit an einem Dokumentarfilm arbeitet? Also ihr habt ja auch unterschiedliche Backgrounds. War das eure erste Zusammenarbeit? Oder ja? Das heißt, was gab es da für Konfliktpotenzial jetzt in der Umsetzung und wie habt ihr das geregelt? Kannst du uns da irgendwie von einem konkreten Beispiel berichten? Ja, also es gibt natürlich in so einem langen Prozess jede Menge unterschiedliche Interessen. Also auch einfach, jeder bringt seine Persönlichkeit mit und ganz spezifische Neugier auch für das eine oder das andere Thema. Also ich bin zum Beispiel sehr politisch interessiert und war immer ein Fürsprecher für alle Szenen, die auch sehr realpolitisch, also mit Politikerinnen zum Beispiel, und diesen demokratiepolitischen Aspekt von Medien hervorstreichen oder unterstützen. Und der David ist sehr an den Personen interessiert. Also ich bin auch sehr an den Personen interessiert, aber wenn man dann entscheiden muss, welche Szene man nimmt, dann gibt es dann doch unterschiedliche Tendenzen und dann auch, also gerade im Schnitt wird es dann einfach eng, weil der Film, eben unser erster Rohschnitt hat über 4 Stunden gehabt und da muss man irgendwie diesen ersten Rohschnitt von über 4 Stunden dann doch irgendwie auf 90 Minuten runterbringen und dann auch sehr schmerzhafte Entscheidungen treffen. Ja? Also man hat es vielleicht auch schon gehört, ich interessiere mich auch sehr für medientheoretische und medienpolitische Entwicklungen und dann gibt es auch Momente, wo ich mir gedacht habe, nein, das muss unbedingt gesagt werden. Also dass die Zahl der Nachrichtenverweigererinnen mittlerweile bei 35% liegt. Also 35% aller Menschen konsumieren überhaupt keine Nachrichten mehr und so viel Prozent konsumieren überhaupt nur über die sozialen Medien Nachrichten. Also, und das wäre doch so super wichtig, das auch im Film zu haben.
Und dann sagt der David und manchmal dann auch die Alexandra, unsere Cutterin, die dann sozusagen die Dritte im Bund ist, ja, aber das geht nicht, weil wenn, ich weiß, dass dir das wichtig ist, aber das ist dann so eine lange Textstrecke mit so vielen Zahlen, da steigen einfach die Leute aus. Ich steige aus und ich war dabei und ich weiß, warum es wichtig ist. Und dann hat man so eben so Abwägungen, die man irgendwie trifft. Und manchmal macht man einen Kuhhandel und manchmal sehe ich dann auch einfach ein. Das ist vielleicht ein Grund, wow, warum wir kein Buch schreiben, sondern einen Film machen. Ja, du hast mir vorher beim Abendessen auch erzählt von diesen Fragen im Schnitt, die ihr gehabt habt in Bezug auf den Rhythmus. Also dass die Frage sich bei jeder von diesen Szenen gestellt hat, okay, wie viel von der Sendung, die da produzieren, hören wir uns jetzt an? Und wie viel von dem, was wir sehen, ist eigentlich sozusagen nur die Sendung, also der Hintergrund, aber der Vordergrund ist die Beziehung von den Leuten, die vor der Kamera spielen. Wie war der Prozess, diese Form zu finden dann? Ja, der war sehr lang und ehrlich gesagt auch sehr mühsam, weil wir waren uns dessen bewusst, aber wir waren uns nicht dessen bewusst, wie herausfordernd das ist. Weil wir haben ja immer viele Inhalte gleichzeitig. Bei den allermeisten Dokumentarfilmen hat man die eine ein oder eineinhalb Ebenen, ja, also irgendwie zwei Fischer beladen das Boot und erzählen sich dabei, was sie am letzten Abend irgendwie zu Abend gegessen haben. Da kann man die Geschichte über das Abendessen auch im Schnitt wahrscheinlich loswerden und dann bleibt übrig, zwei Fischer beladen das Boot, das gibt was zu sehen und die ganze Szene ist relativ bald erzählt. Und es hält einen relativ wenig davon ab, außer sie brauchen den ganzen Tag und es wird dunkel und dann muss man noch irgendwie erzählen, dass es lange dauert und es wird dunkel. Aber eigentlich ist es so in sich ganz gut abgeschlossen. Bei den Szenen, mit denen wir es hier zu tun hatten, war es eine ganz andere Sache, weil wir haben Menschen, die wir einführen müssen, deren Gesichter man oft noch nicht kennt, Orte, die man noch nicht kennt. Und dann haben wir vor allem aber eben den Inhalt, der gerade jetzt on air geht oder der gerade produziert wird. Und der ist meistens auch sehr, sehr spannend und der kann meistens auch etwas beitragen zu unserem Film, nämlich über eine assoziative Ebene, wie zum Beispiel die Mose, die Jahrtausende überleben und dann ganz unauffällig, aber trotzdem unglaubliche Widerstandskraft entwickeln. Das sind ja Motive, die so emotional und intellektuell den Film anreichern. Und trotzdem erzählen wir ja aber gleichzeitig was anderes, nämlich die Art und Weise, wie die Menschen interagieren und so weiter. Und weil die Dinge, die aber on air gehen, also die Radioinhalte, so interessant sind, und auch so viele Anknüpfungspunkte einem geben, möchte man natürlich dann beim Drehen und beim Schnitt eigentlich auch viel davon behalten. Und dann schaut man sich den Schnitt an und bemerkt aber, das, was ich im Radio oder beim Zuhören als super spannend über 10, 15, 20 Minuten als super spannend erlebt habe, macht mich jetzt im Kino echt müde. Und das schon nach 4, 5 Minuten. Und dann ist die Kunst, das so zu schneiden, dass man eine kleine Geschichte erzählen kann innerhalb der Szene über die Beziehung der Menschen, die gerade diesen Inhalt machen, dass man aber trotzdem noch den Inhalt nachvollziehen kann, ohne dass der an Komplexität unendlich verliert. Und das hat echt lang gebraucht und ich bin aber froh, dass es... Wie lang war es im Schnitt? Ja. Ein Jahr. Also mit Pausen, aber... Und wie viele Stunden Material hattet ihr ursprünglich? Wahrscheinlich irgendwas zwischen 200 und 300. So genau wissen wir es gar nicht, weil... Wir haben sicherheitshalber nicht gezählt. Es gibt auch Situationen, da mussten wir aus Respekt vor der Situation mit mehreren Kameras drehen, was ich eigentlich nicht mag, aber man kann halt auch eine laufende Radiosendung nicht unterbrechen, indem man die ganze Zeit rein und rausläuft mit der Kamera und dann muss man eigentlich sich aufteilen und der eine ist mit der Kamera auf der einen Seite und der andere mit einer anderen Kamera auf der anderen.
Genau. Ich wollte noch was sagen über die, aber jetzt ist es weg. Vielleicht kommt es wieder. Soll ich die nächste Frage stellen? Ja. Oder gibt es eine Frage? Also, es gibt sogar zwei. Wow, bitte zuerst hier und dann dahin. Ja, ich wollte fragen, wie groß das Team generell war, in dem ihr gearbeitet habt. Wie groß war das Team, mit dem ihr gearbeitet habt? Sehr, sehr klein. Also die allermeisten Szenen haben wir zu zweit gedreht, David und ich, auch abwechselnd. Hast du gerade Lust, Kamera zu machen oder Ton? Ja, okay, heute machst du Kamera. Einige Szenen haben wir zu dritt gedreht, mit Unterstützung von einem Tonmeister. Und manche Szenen hat auch eine Person ganz allein gedreht. Also das gibt es auch. Also die Abschlussszene, die wunderschöne von der Miriam Jesser mit dem Dialog, mit dem hat tatsächlich der David ganz allein gedreht. Die andere Frage? Meine Frage ging in diese Richtung. Also okay, das heißt, ihr habt oft zu zweit gedreht und habt ihr euch dann trotzdem abgesprochen oder habt ihr dann noch ausgemacht, okay, jetzt triffst du die Entscheidungen quasi, weil oder mit Zeichen oder so, weil man ja auch diese Sendungen nicht unterbrechen darf, oder wie hat das genau funktioniert? Na, also wenn man sich dann schon sehr gut kennt, dann weiß man ja auch, wo man gemeinsam hin will. Wir haben ja dann schon sehr, sehr viele Drehtage gemeinsam gemacht und auch das Material dann gemeinsam angeschaut. Und dann haben Doku-Regisseure und Regisseurinnen halt auch ihre Zeichensprache. Also wir können uns mit sehr wenig Worten ziemlich genau, also wenn man so beobachtend arbeitet, kann man sich dann bald mit wenigen Worten sehr genau verständigen. Ja. Was für Arten von den Kommunikation geschieht da? Also geht es um die Frage, wo man die Kamera umpositioniert oder wo gerade irgendwie was Interessantes passiert oder wie funktioniert das? Ja, also es geht sehr viel um Einstellungsgrößen natürlich. Es geht darum, dass, also wir haben ja mit sehr einfacher Kameratechnik gearbeitet. Wir haben, als wir angefangen haben, also 2016, die Kameras, die es jetzt gibt, wären natürlich ein Traum gewesen damals, mit irgendwie künstlicher Intelligenz gestützten Autofokus und ich weiß nicht was alles. Das hatten wir nicht, wir hatten die Kohle nicht. Wir wollten auch arbeiten und nicht irgendwie Equipment einkaufen. Und dann gibt es Situationen, die unglaublich fordernd sind, wenn man an der Kamera ist, die Schärfe zu halten. Und dann ist ganz gut, wenn so der Kollege, der gerade den Ton macht, der hat einen anderen Blick, der nimmt einfach mehr wahr im Raum und denkt, während die Szene läuft, weil wir ja nicht inszenieren, also wir sagen nicht, warte, stopp, wir waren leider unscharf, bitte noch einmal. Es geht ja nicht, also es geht schon aus dem Grund nicht, dass wir die Sendung nicht unterbrechen können, aber es ist auch eigentlich eine grundsätzliche Entscheidung, wenn wir in eine Szene reingehen, dass wir einfach die Situation sich entfalten lassen und nicht unterbrechen für unsere Bedürfnisse, weil um uns geht es eigentlich nicht. Sondern es geht um die Sache. Und wir haben, also wir glauben auch, dass sich da die Beziehungen anders entwickeln, wenn die Leute bei der Sache bleiben können und wir nicht die ganze Zeit eingreifen. Ich meine, wahrscheinlich hilft dann auch, also dann läuft sozusagen bei der Person, die gerade den Ton macht, noch einmal in einer anderen Intensität mit, wie wir die Szene dann möglicherweise schneiden werden. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo man gemeinsam, ohne miteinander zu sprechen, aber die ganze Zeit Hypothesen darüber bildet, wie die Szene aufgelöst werden muss, damit sie im Schnitt funktioniert. Und dann gibt es halt Zeichen für Close-Up, Weite, Achtung, mach nochmal, vergiss den Gegenschuss bitte nicht. Wir brauchen noch eine Zuhörende, damit wir das so verdichten können. Bitte sehr. Das heißt, ihr habt dann auch schon so, eigentlich währenddem ihr gefilmt habt ihr überlegt, wie ihr den Film dann auch leiten wollt, weil ihr könnt ja nicht wirklich voraussehen, was passieren wird an dem Tag, wo ihr dreht. Ja, aber es ist ja nicht so, also wir gehen nicht ins Funkhaus wie die Kolleginnen von Universum an die Tränke
wo die Zebras zum Trinken kommen, sondern also wir hatten schon wir hatten so quasi Punkte, da wussten wir, okay, da gehen wir hin, weil wenn irgendwo ein Problem ist, dann wird es da angesprochen. Und das ist diese Dienstagssitzung, die im Film ein paar Mal kommt. Von der haben wir sehr, sehr viele gemacht. Da sind wir auch einfach hingegangen, und um zu spüren, was ist gerade los im Haus. Aber sonst hat man ja eine sehr klare Verabredung. Also man hat eine Verabredung mit der Miriam Jesser, weil man weiß, okay, da macht sie die Sendung über den Solokünstler. Und da geht es ja, weil sie hat uns erzählt, was sie vorhat. Und wir sagen, ah, da gibt es eine Sendung, die du planst über alleine musizieren. Das hat irgendwas zu tun mit diesem Thema, das sie gerade beschäftigt, nämlich das alleine Radio machen. Und dann macht man sich was aus und sagt, ja, wann nimmst du die Sendung auf? Oder wann ist die Sendung live? Können wir dabei sein? Dürfen wir dabei sein? Dann ist man irgendwie eine Stunde vorher schon da, bereitet sich gemeinsam vor. Also muss ja dann auch die Leute verkabeln, weil und auch die Leute spüren, man kann nicht einfach kommen, Kamera anschalten, und sondern man ist ja auch dann über Monate und Jahre hinweg irgendwie in einem Austausch. Und dann weiß man natürlich noch nicht, an welcher Stelle im Film diese Szene dann genau sein wird. Und ganz viele Szenen haben wir gedreht und gedacht, okay, jetzt drehen wir hier 1,5 Tage Diskussionen über die digitale Zukunft, und wenn überhaupt, kommen davon 2 Minuten rein in den Film. Und trotzdem hat man ja dann, sagen, mit der Erfahrung, die man aus vorigen Projekten hat, weiß man, welche Bilder man braucht, um einen Ort zu etablieren, welche Bilder man braucht, um einen Dialog funktionieren zu haben, selbst wenn man nur mit einer Kamera unterwegs ist. Und ganz viel so, das habe ich aus Lampedusa im Winter mitgebracht, sehr stark auch mit einer Kamera Schuss gegen Schuss aufzulösen bei beobachtenden Dokumentarfilm. Also du hast beide Richtungen und Reaktionen, und das, obwohl du nie unterbrochen hast und nie irgendwas wiederholen hast lassen. Und da geht es dann wirklich auch darum, einfach ein Gespür zu haben, weil sich Menschen, wenn sie im Dialog und im Gespräch sind, permanent wiederholen. So wie ich mich wahrscheinlich auch jetzt die ganze Zeit wiederhole. Und das spürt man dann. Und wenn man die Menschen gut weiß, weiß man, wann sie zu einem kleinen Exkurs ausholen, und dann kann man die Kamera schnell und unauffällig in die andere Richtung bringen. Und dann merkt man auch schon, okay, jetzt geht dann der Satz langsam zu Ende. Vielleicht ist das die Zeit, die Brennweite zu wechseln und in ein weiteres Bild zu gehen, damit ich dann, wenn der Herr Brossmann endlich den Satz zu Ende sagt, dann wieder eine schöne Totale habe. Eine andere Herausforderung bei dieser Art von Film, könnte ich mir vorstellen, ist die Tatsache, dass man sich erstmal mit dieser ganzen Organisationsstruktur von Ö1 in dem Fall auseinandersetzen muss, um zu wissen, wo man überhaupt Geschichten findet. Ich höre jetzt ein bisschen heraus, dass dieses wöchentliche Meeting da eine Methode für euch war, zumindest Hinweise zu sammeln. Habt ihr sonst euch da beschäftigt irgendwie mit Recherchen und so weiter? Oder wie habt ihr da diese Riesenorganisation navigiert? Ja, also wir haben auch riesige Mindmaps gemacht, also erst einmal überhaupt herauszufinden, was macht Ö1 eigentlich aus. Und das nicht nur für uns, sondern also sowohl für die Menschen, die da arbeiten, als auch für die Menschen, die zuhören. Und das sind ja dann durchaus auch für uns interessante Erfahrungen gewesen, weil die Konflikte, in denen Ö1 dann steht, plötzlich für den Film auch relevant wurden. Also ich kann mich noch erinnern, in der Finanzierungsphase an viele Reaktionen, oh Gott, nur bitte keine Klassik. Ö1 ist so super, aber die ganze Klassik, ich halte es nicht aus. War auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gab es eine Förderstelle, die dezidiert, also glaube ich, ihre Zusage nur gegeben hat,
weil die Hoffnung war, dass sehr, sehr viel Film in, Musik in diesen Film kommen wird und bitte nicht so viel geredet wird, weil dieses Gequatsche auf Ö1, es ist wirklich unmöglich. Und da merkt man dann halt auch sofort so Konfliktlinien. Und so wie Ö1 sozusagen versucht, da irgendwie einen Ausgleich zu schaffen und eine Gesamtheit darzustellen, so haben wir es halt eigentlich auch gehandhabt. Also es gibt Kolleginnen, also Dokumentarfilmemacherinnen, die finden, also so Repräsentanz kann man komplett vergessen, das ist wirklich uninteressant. Ich finde aber, dass man da eigentlich auch eine gewisse Verantwortung hat. Also mit Repräsentanz meinst du ein ausgewogenes Bild? Oder? Ja, und das ist, ich weiß, es ist ein wahnsinnig schwieriges Statement, das ich da gerade mache, weil das so klingt, als könnte ich das. Und ich kann aber nur daran scheitern, ja, weil jede Lebensrealität braucht 24 Stunden am Tag, um sich in ihrer kompletten, in allen ihren Facetten zeigen zu können. Und wir haben aber nur einmal 90 Minuten. Und trotzdem glaube ich aber, dass es filmische Mittel gibt und Werkzeuge, um sozusagen auch ein Feld abzustecken und zu sagen, okay, Ö1 reicht vom Jazz bis zur geopolitischen Einordnung. Und alles, was dazwischen ist, und zwar nicht nur auf einer geraden Linie, sondern auch mit einem Umweg über die Oper und über die Mose. So, also da kann man sagen, einen Bogen aufspannen und auch da gab es natürlich Diskussionen, auch mit den Produzentinnen, auch mit den Leuten vor Ort und natürlich gab es ganz viel auch im Haus Hoffnungen, dass wir uns doch bitte dieser einen Sendung widmen mögen, die immer eigentlich so toll ist, weil sie meine ist, und so wenig Aufmerksamkeit bekommt. Okay, bitte, da ist noch eine Frage. Gab es da noch so Momente, wo ihr zum Beispiel bei einer etwas ärgeren Situation irgendwie, wo eine Diskussion vielleicht ein bisschen intensiver dann wurde, dabei wart, wo ihr dann gebeten wurde, dass das nicht gezeigt wird oder sowas zum Beispiel? Also gab es intensivere, konfliktreichere Situationen, bei denen ihr gebeten wurde, die dann nicht zu zeigen? Ja, es gab eine Situation. Darfst du dich dazu nicht äußern? Nein, natürlich darf ich mich dazu äußern. Ich kann. Es gab tatsächlich einmal eine Situation, wo wir dann gemeinsam entschieden haben, dass wir die nicht drehen werden. Ja. Aber ich finde, das ist auch wichtig, weil es ist ja eben ein. Das heißt, ihr, schon vor dem Dreh habt ihr das entschieden? Also es ist ja nicht so, dass ihr es gedreht habt und dann nicht in den Schnitt rein? Nein. Es war ein schwieriger Tag für einen Protagonisten und es war dann klar, okay, das werden wir heute nicht drehen. Wir waren dann dabei, wir haben alles miterlebt und wissen, warum das ein schwieriger Tag war und das haben wir dann nicht gedreht. Aber was uns sehr wichtig war, war, dass also Ö1 nicht diesen Film schneidet. Und uns auch nicht sagt, was unbedingt reinkommen muss oder irgend sowas. Also es gibt dann, die Institution hat über die Form des Films und über den Inhalt keinen Einfluss gehabt. Und war das etwas, das von vornherein angeboten wurde von Ö1 oder war das Gegenstand einer Verhandlung zwischen euch und Ö1 am Anfang des Prozesses? Naja, dass ihr da komplette Freiheit habt inhaltlich. Also das war klar, dass der Film unabhängig sein muss, inhaltlich unabhängig sein muss und auch finanziell unabhängig, weil sonst ist es ganz schnell eben kein eigenständiger Film mehr, sondern dann ist eine Werbeeinschaltung und dann ist es ganz schnell nicht mehr spannend. Ja. Wie ist das, also wenn man jetzt Dokumentarfilmer ist und in so einer Situation, wo man sehr viele verschiedene Menschen porträtiert, denen folgt, teilweise in Situationen beobachtet, die unangenehm sind, die spannungsgeladen sind, wo viel auf dem Spiel steht für diese Menschen. Wenn man jetzt ein junger Dokumentarfilmer ist, was würdest du sagen, gibt es für wichtige jetzt persönliche Eigenschaften, also im Sinne von,
wie man auftritt, wie man sich den Menschen gegenüber verhält, die helfen, da eine Vertrauensbasis herzustellen, die dann so einen Dreh überhaupt ermöglichen und eine gewisse Art von Ehrlichkeit in der Situation auch zulassen? Also das ist die Frage nach, wie man Vertrauen herstellt, die wurde mir schon sehr oft gestellt und es ist total schwierig zu beantworten, vor allem, weil man in Gefahr kommt, dann Vertrauen wie ein Produkt irgendwie zu betrachten. Ja? Also es ist, ich glaube, dass man selber ehrlich in den Prozess hineingehen muss. Das heißt nicht, dass man jeder Person immer alles sagen muss, aber man muss sich selbst eben auch angreifbar machen, und das macht man, indem man sagt, was einen motiviert, indem man sagt, was man sucht, und da muss man eben auch nicht alles sagen, weil man ja auch nicht will, dass die Person dann oder die Personengruppe dann anfängt, sich zu verspannen. Wenn man sagt, okay, wir suchen eigentlich nach den roten Sätzen und dann dreht man und fallen den ganzen Tag nur grüne Sätze, macht das ja auch was mit der Situation. Aber man muss sagen, okay, wir interessieren uns an euren Sätzen, ja. Und dann entsteht Vertrauen und es ist aber auch ein beidseitiges Vertrauen. Und die größte Herausforderung ist, dass man selbst am Anfang das Vertrauen hat, dass das, was da passiert, wert ist, ein Film zu werden. Und eigentlich geht man ja als Dokumentarfilmemacherin ein genauso großes Risiko ein, indem man seine Zeit, das sind ja Lebensjahre, in ein Projekt hineinlegt, wie die Menschen, die sich dort zeigen. Also es sind irgendwie zwei Seiten der Waage. Und wenn man das sich bewusst macht und dann sagt, okay, wir vertrauen euch, wir finden euch so interessant, dass ihr Protagonisten in einem Kinodokumentarfilm werden könnt, dann entsteht das Vertrauen also eben auch in die andere Richtung. Gibt es Fragen? Du hast erzählt, dass euer Schnittprozess also sehr lange gedauert hat. Woran habt ihr erkannt, dass der Prozess abgeschlossen ist? Also mit anderen Worten, wann habt ihr das Gefühl gehabt, ist der Film fertig? Also das ist wahrscheinlich die schwerste Frage im Dokumentarfilm überhaupt. Die ist fast so... Also oder gab es irgendwann einfach eine Deadline? Die Frage ist sogar schwerer als, wann hören wir auf zu drehen? Vor allem, weil wir in einer Situation waren, wo sich ja irgendwie die politische Situation irgendwie von Woche zu Woche zugespitzt hat und auch dieser Konflikt zwischen der damaligen Bundesregierung und den öffentlich-rechtlichen Medien irgendwie sich permanent verschärft hat und wir auch uns dauernd gefragt haben, wenn das, was wir als Konfliktlinie im Film aufzeigen, dann, wenn der Film ins Kino kommt, irgendwie schon längst überschritten ist und irgendwie komplett harmlos wirkt, dann ist es ja auch nicht gut für den Film und dann ist es aber auch nicht gut für den Sender oder für unser Land. Das war sehr, sehr schwer und dann ist es eine Mischung aus ein gutes Gefühl haben, dem man dann aber auch nicht so einfach vertraut, weil man zweifelt ja dann auch dran, ob man jetzt einfach zufrieden ist, weil man einfach schon so erschöpft ist oder weil es wirklich schon gut ist. Und dann fängt so ein
Prozess an, wo man den Film auch immer wieder herzeigt. Menschen, die ihn noch gar nicht gesehen haben, Menschen, die ihn schon öfter gesehen haben. Und dann kriegt man komplett widersprüchliches Feedback. Die einen finden ihn super toll, genau deswegen, weil er so politisch ist, und die anderen finden ihn viel zu politisch, weil, wenn sich die politische Lage ändert, dann ist er nicht mehr aktuell. Und außerdem ist doch das Schöne genau die Atmosphäre und die Musik und die Gesichter und nicht die politischen Konflikte. Und dann hat man so dieses ganze Feedback, und man weiß, dass man den Film in beide Richtungen entwickeln kann und muss dann trotzdem irgendwie dem inneren Kompass folgen. Und dann irgendwann kommt dann aufgrund eines Rohschnitts vielleicht eine Festivaleinladung, und dann muss man irgendwie zu einem Ende kommen. Weil aus Neugierde und aus Hingabe könnte man theoretisch ewig weiterschneiden, ne? Weil es gibt nicht den einen richtigen Schnitt. Das kann es nicht geben. Also man könnte aus der Szene mit den Moosen einen ganzen Film machen, und der war wahrscheinlich ganz toll. Du hast das Festival erwähnt. Wie war dann sozusagen die Reise dieses Films zum Publikum? Also jetzt auch in Bezug auf die Inhalte des Films, hast du das Gefühl, da hat sich was verändert, das hat was ausgelöst? Kannst du das ein bisschen beschreiben, was ist passiert, wie du diesen Film in die Welt hinausgeschickt hast? Ja, der Film ist auf der Diagonale gestartet und dann knapp drauf eigentlich in die Kinos gekommen. Und er war schon, was uns überrascht hat, also wir haben das gehofft, aber wir hätten uns nicht getraut, darauf zu wetten, dass so viel gelacht wird während dem Film. Und dass sich also nicht nur der liebevolle Blick auf die Menschen und auf die Konflikte und auf diese ganze, auch auf den Ethos, mit dem da gearbeitet wird, dass sich der überträgt, da waren wir uns relativ sicher, aber dass so viel gelacht wird, hat uns total überrascht. Und der Film war dann auch schon auf der Diagonale ein großer Publikumsliebling und hat auch den Publikumspreis bekommen, der ja nicht irgendwie nach Kategorien vergeben wird, sondern es gibt einfach den einen Publikumspreis, also für Spiel- und Dokumentarfilme in einem. Und das hat uns total überrascht und sehr, sehr gefreut. Und der Film ist dann auch ziemlich gut gelaufen im Kino, also immer so wie bei Ö1, halt für einen Dokumentarfilm. Das Ibiza-Video hat uns ein bisschen überrascht, weil die Nachrichten-Junkies dieser Republik dann plötzlich irgendwie daheim vom Fernseher saßen und nicht ins Kino gekommen sind. Und der Konflikt, der im Film ja auch sehr deutlich anklingt, plötzlich implodiert ist auch. In seinen Grundzügen ist er bis heute trotzdem aber aktuell und betrifft auch andere Länder und nicht nur Österreich. Aber trotzdem war also so ein, dieser eine große Faktor, der auch den Diskurs um die öffentlich-rechtlichen Medien bestimmt hatte in dem letzten Jahr, bevor der Film rauskam, der ist einfach implodiert oder war komplett überschattet von dem Ibiza-Video, was übrigens ein Beispiel dafür ist, dass Filme die Welt verändern können. Ja, also. Ja. Ja. Ist das, wenn du das aus heutiger Sicht betrachtest, weil du ja auch vorher von diesem Schnittprozess gesprochen hast, bei dem ihr immer wieder aufs Neue abwägen musstet, was für Erzähllinien ihr fahren würdet im Film, um aktuell zu bleiben im gesellschaftlichen Diskurs. Hast du dir mal überlegt, was du da so, gibt es da irgendwie so grobe Züge, die du aus heutiger Sicht anders machen würdest, und könntest du dir auch benennen? Also mit anderen Worten, wie würde dieser Film aussehen, wenn er jetzt ins Kino käme? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, also natürlich dadurch, dass Österreich nicht mehr von einer rechtsextremen Regierung regiert wird, wäre sozusagen dieser Konflikt ein anderer. Ich glaube, wenn wir den Film jetzt gerade drehen und schneiden würden, wäre natürlich
die ganz zentrale Frage, machen sich die Medien oder macht sich in dem Fall dann Ö1 zum Sprachrohr für eine Gesundheitspolitik der Regierung? Inwiefern muss man, also was ist Ausgewogenheit? Das ist ja auch eine Frage, die der Film reflektiert. Die würde natürlich heute und der jetzigen, in der jetzigen Situation an anderen Punkten abgehandelt werden. Als wir das gedreht haben, war es natürlich Migrationspolitik, wie geht man mit Geflohenen um, wie geht man mit einer Regierung um, die sozusagen permanent rechtere Politik macht. Jetzt wäre wahrscheinlich der Hauptkonflikt, wie weit macht man das in der Bevölkerung existierende Misstrauen gegenüber der Gefahr, die von dem Virus ausgeht, wie weit thematisiert man das? Und also wen anerkennt man als Expertin in dem Feld, wem gibt man Sendezeit, wie differenziert man zwischen einer wissenschaftlichen Position und einer Position, die von der Regierung vertreten wird. Wenn die Regierung behauptet, sie stützt sich auf Wissenschaft, und also ich glaube, das wäre jetzt gerade, wenn man jetzt gerade drehen würde, das alles beherrschende Thema, was ja auch wieder zeigt, dass die Fragen, vor denen Medien stehen, eigentlich im Grund immer sehr ähnliche bleiben, aber dass sie eigentlich noch einmal an Brisanz gewonnen haben, weil jetzt ist es tatsächlich für, glaube ich, für viele auch eine Frage des Lebens und des Gesundlebens. Das ist faszinierend, dir dazu zu hören und diesem sozusagen deinem Gedankenprozess zu folgen als Dokumentarfilmer, wie man das jetzt auf die jetzige Situation an übersetzen würde, das Thema von Ö1. Gibt es noch Fragen? Sonst würden wir bald zu einem Abschluss kommen. Was hast du selber mitgenommen für dich jetzt auch als Filmemacher durch dieses Projekt? Ja, hat das irgendwie deinen Blick auf diesen Aspekt deines Berufs verändert oder vielleicht auch das nächste Projekt angestoßen in irgendeiner Art und Weise? Nein, also das nächste Projekt ist noch nicht angestoßen. Also der nächste große Kinodokumentarfilm ist noch nicht angestoßen. Ich glaube, ich habe gelernt, dass es komplett in Ordnung ist, auf schwierige Fragen keine einfachen Antworten zu haben, weil selbst die Menschen, die ich wirklich bewundere, die ich auch fachlich bewundere, stehen, also die da bei Ö1 arbeiten, stehen vor unlösbaren Aufgaben und kennen auch nicht die eine einfache Antwort oder oder überhaupt eine Antwort. Ja? Also die können auch nur fürs und wider abwägen und dann mutig sein, ja. Und dann, nachdem sie mutig waren, schauen, ob das Publikum das angenommen haben, ob das Publikum das angenommen hat. Also die betreiben Medienforschung und Publikumsforschung seit Jahrzehnten, und trotzdem, also eine Redakteurin hat einmal gesagt, das Publikum ist ein großes Mysterium, ja. Also, und obwohl die sich den ganzen Tag damit beschäftigen und die wirklich super beeindruckenden, klugen Menschen, die sie sind, kennen nicht die eine Antwort, die das so löst, die Konflikte, in denen sie stehen. Und das macht mir dann auch Mut, als Dokumentarfilmer auch zu sagen, ich weiß nicht die eine Antwort. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, den Film zu realisieren oder den Weg zu gehen, und man wird es nie wissen, welche der richtige oder der richtigste gewesen sein wird, weil man kann nur einen von diesen vielen Wegen gehen. Ja. Und das, was ich am allermeisten mitnehme, ist, dass eigentlich die Dinge nicht selbstverständlich zu nehmen. Also nicht selbstverständlich zu nehmen, in was für einem
in was für einer wunderbaren Stadt ich leben kann und darf. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass es großartige Schulen und großartige Universitäten und großartige Bibliotheken und großartige Theater und großartige Kinos gibt und tolle Museen. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass wenn man irgendwie diesen Kasten anschaltet, dass da Musik rauskommt und Reportagen und Nachrichten. Und dann ist es auch nicht selbstverständlich, dass das auch noch gute Reportagen sind. Ja, das ist ein wunderschönes Abschlusswort auch. Gibt uns vielleicht zu denken und zu danken. Vielen Dank, Jakob, dass du heute zu uns gekommen bist. Vielen Dank auch euch zu diesen schweren Zeiten, dass ihr gekommen seid. Ihr habt eingangs einen Trailer zu einem anderen Dokumentarfilm gesehen, Searching Eve. Das ist der Film, den wir als nächstes zeigen. Meine Kollegin Barbara lädt die Filmschaffende ein dazu und wird nach dem Film wie üblich ein Gespräch mit dir führen. Das Screening findet am 17. November statt. Vielleicht sehen wir uns dann wieder. Und ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Alles Liebe. Danke nochmal. Vielen Dank, Paul.